Hey Freunde und ein herzliches Willkommen zurück bei eurem Julfa und herzlich willkommen zurück zu Little Inferno. Wir haben in der letzten Folge, in der ersten Folge, schon extrem viele richtig coole Sachen verbrannt und wir kaufen jetzt einfach noch mehr Sachen, die wir verbrennen können. Moment, wir haben Spinneneier, ein Partybus, meine Fotos, das hatten wir schon, aber Glühwürmchen habe ich noch nicht angezündet. Aber ich müsste eigentlich erstmal die Bankrottbank kaufen, aber wir gehen erstmal zurück, okay. Bevor wir jetzt alles freischalten, gehen wir erstmal zurück. Wir haben auch kein Geld mehr. Wir warten jetzt erstmal, bis alles da ist. Und was haben wir eigentlich noch so? Warte mal. Ansonsten hatten wir alles, ne? Ne, das hölzerne Fahrrad hatte ich auch noch nicht. Hä, warum habe ich denn hier Sachen übersprungen? Komisch. Oh, und es gibt jetzt den zweiten Katalog. Jetzt gibt es den zweiten Katalog. Dafür muss ich Kombinationen finden. Hä? Ich muss also Kombinationen freischalten, um den zweiten Katalog freizuschalten. Das heißt, ich muss erstmal Kombinationen erzeugen, damit wir den zweiten Katalog haben. Ich weiß ja gar nicht, wie Kombinationen funktionieren. Das ist aber unfair. Aber wir kriegen einen Brief. Da ist bestimmt drin erklärt. Moment, ich schau mir den mal an. Ich schau mir den mal an. Was steht denn da Gutes drin? Was? Little Inferno ist voll mit Geheimnissen. Und ich habe gerade eines gefunden. Aber keine Angst. Ich werde es dir nicht verraten. Denn das würde alles verderben. Was haben wir denn noch? Aber es ist wirklich unterhaltsam. Okay, ich werde dir nur etwas zeichnen. Ein Wecker und Blumen. Und dir sagen, du darfst diese zwei Dinge niemals zusammen verbrennen. Hahaha. Psst. Seid ruhig, verratet es niemandem. Und es gibt mehr. Mehr Kombinationen, als jemals aufgeschrieben werden können. In Liebe, Sugarplums. Okay, also wir müssen Blümchen und diesen Wecker zusammen verbrennen. Ich meine, gut, das können wir machen, aber erstmal zünden wir hier den Brief an, weil wen interessiert's? Ja? Und bevor ich es vergesse, Freunde, vergesst wie immer nicht, das Video zu bewerten und lasst irgendeinen Kommentar da, wie ihr das Spiel so findet. Ne, ihr könnt ja mal was so sagen, so, hey, Little Inferno ist eigentlich ganz okay, aber Tulfa ist ein hässlicher Sack. Sowas zum Beispiel, das wäre jetzt ein Beispiel-Kommentar. Also immer, Freunde, bewertet den Part, denkt dran. Und jetzt verbrennen wir erstmal den Shit hier, damit wir wieder Geld am Start haben. Und dann kaufen wir uns halt so einen Wecker und so eine Blume. Aber jetzt gucken wir erstmal. Ich werde aus dem Spinnenei kommen spinnen. Hundertprozentig. Warte, ich zünd's an. Oh, holy shit. Oh, mach sie tot. Mach sie. Ha. Nein, 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 nein. Oh, das Feuer brennt. Oh Gott, Spinnen. So viele, die waren auch ganz schön groß teilweise. Das könnt ihr doch nicht machen. Okay, warte mal. Ich stelle den Partybus einfach mitten rein. Oh. Oh, da sieht ihr. Oh. Oh. Bitte schreien! Alter Propeller! Wie die geschrien haben, die sind einfach verbrannt, what the fuck? Jetzt haben wir hier noch so ein Fahrrad, aber warte, nein, noch nicht rein! Es brennt direkt, okay, guck mal, ich hab's einfach platt gefahren, das Feuer. Okay, warte mal, ich stelle das Fahrrad mal richtig hin, so. Das fährt das schon? Ah ja, guck mal, ich kann das so anschieben und dann fährt das. Das ist cool. Warte mal, ich zünd's aber erstmal an. Erstmal anzünden. Brennendes Fahrrad ist natürlich immens cooler als ein... Oh, das war's. Es ist kaputt. Aber ich kann mit den Rädern noch umschmeißen. Oh Mann, diese Spielfreunde. Ich sag's euch. So. Befolgen wir erstmal Sugarplums Anweisung. Wir brauchen einen Wecker, Freunde. Wir brauchen eine Blume, Freunde. Und dann warten wir ein paar Sekunden, bis alles da ist. In der Zeit begutachten wir das Feuer, zünden ein paar Spinnen an. Oh, die ist explodiert. Das ist aber ungut. Okay. Wir haben auch noch eine Fahrrad-Piraten-Kombo. Die muss ich mir gleich auch mal angucken. Ich schätze mal, dafür brauchen wir das Fahrrad und, den Pirat. Ja, den Pirat, den ich letztes Mal aus Versehen verbrannt hat, obwohl ich ihn eigentlich leben lassen wollte. Aber das passiert, Freunde, das passiert. Ihr habt das Feuer nicht unter Kontrolle, merkt euch das. Wie ich es am Anfang gesagt habe, Feuerschere, Licht sind für kleine Tulfas auch nichts. Okay, hier, Blume und, Wecker. Brennt. Brenn, brenn, brenn. Eine Frühlingserwachen-Kombo. Okay, Hauptsache, da sind Blumen rausgekommen. What? Ah, guck mal, das gibt Kombo-Punkte. Wie nice ist das denn bitte? Ultra. Okay, warte mal. Die Nicht-Meins-Kombo verstehe ich nicht, aber die Fahrrad-Piraten-Kombo, die klingt einleuchtend. Moment, lösen wir die mal aus. Wir kaufen uns einfach einen Piraten und ein fucking Fahrrad. Und, ja, warte mal. Was ist denn die Nicht-Meins-Kombo? Was könnte denn die Nicht-Meins-Kombo sein? Filmabend-Kombo könnte... Filmabend-Kombo ist auf jeden Fall der Fernseher und Popcorn. Hundertprozentig. Hundertprozentig. Warte, das kaufe ich auch direkt. Hier. Das ist garantiert die nächste Kombo. Hundertprozentig. Hundertprozentig ist das die nächste Kombo. Der Fernseher und das Popcorn ist der Filmabend. Ich bin mir sicher. Ich bin mir sicher. Weil ich... Manchmal habe ich so Geistesblitze, wisst ihr? Dann ist es... Dann kommt es wie eine wilde Idee über mich und ich weiß direkt, was Sache ist.
Manchmal aber nur, das ist eher selten. So einmal im Monat. Aber heute war der Tag und deswegen stellen wir jetzt hier das Fahrrad hin. Und den Pirat. Joho! Und zünden beides an. So, brennt mal. Fahrrad-Piraten-Kombo, Freunde. Fahrrad-Piraten-Kombo. Okay, das gibt weitere Kombo-Punkte. 4 Stück. Nice. So, was ist jetzt hier? Warum kommt der nicht? Expressversand. Ja, machen wir. Los, Knallgas. So, jetzt hier hört wieder auf zu brennen. Ich will noch mehr Kombos machen. Bitte, bitte. Mach das Feuer aus. Es brennt einfach. Wir warten noch kurz. Wir begutachten einfach das Feuer und sind froh darüber, dass wir uns im Winter dran wärmen können. Und dann verbrennen wir den Fernseher und Popcorn, weil das ist hundertprozentig der Filmabend. Ich bin mir sicher. LOL. Guck mal, im Fernseher sehe ich, was ich hier mache. Haha, guck mal. Das Popcorn ist an der Wand. LOL. Oh, jetzt habe ich den... So, Moment, ich verbrenne das jetzt mal beides zusammen und dann schauen wir einfach mal, ob das die Filmabend-Kombo ist. Natürlich ist es die Filmabend-Kombo. Was sollte auch sonst die Filmabend-Kombo sein? Ich meine, please, please. Okay, wir kriegen richtig viele Münzen dadurch. Jetzt können wir natürlich den zweiten Katalog freischalten, Freunde. So. Oh, da steht, stelle sicher, dass du vorher alle Artikel aus dem alten Katalog gekauft hast. Wir haben also noch die Bankrottbank und den kaputten Magneten. Okay, Moment, dann benutzen wir das gleich auch nochmal. Aber erstmal machen wir den Fernseher noch ein bisschen kaputt. So, das brennt hier alles. Oh, da kommt noch Popcorn raus. Jawohl. Freunde, jawohl. Okay, mach das ganze Zeug mal weg. Oh, wir kriegen nochmal Post. Ist bestimmt wieder von Sugar Plums, die uns dazu gratuliert, dass wir so wundervolle Kombos erzeugt haben. Wichtige Wettermeldung. Leute, es bleibt weiterhin kalt. Der Schnee wird dichter und dichter. Jeder Tag ist kälter als der vorherige. Das kann nicht ewig so weitergehen. Also macht ein schönes Feuer und haltet euch warm. Meldung vom Wetterballon. Über den Rauchwolken. Über der Stadt. Der Wettermann. Sehr schön, Freunde. Das war eine ziemlich cute Wettermeldung, ja. Also es schneit noch, der Schnee ist immer dichter und dichter. Aber wir haben unseren Little Inferno Entertainment Fireplace. Uns wird niemals warm. Uns wird niemals kalt, meine ich natürlich. Uns wird niemals kalt. Denn wir verbrennen als nächstes den Magneten. Ja, so, zack. Und die Bankrottbank. Zack. Ich verbrenne das mal zusammen. Vielleicht ist das eine Kombo. Warte mal. Könnte eine Kombo sein? Ich glaube es aber nicht, oder? Nein, das ist keine Kombo. Wir haben noch die Kreditgeber-Kombo. Die hat garantiert was mit der Bank zu tun. Und die Generationen-Kombo haben wir auch. Warte mal, ich muss gleich mal gucken. Wir haben ja auf jeden Fall jetzt erstmal die Bank gehabt. Generationen-Kombo. Was könnte denn die Generationen-Kombo sein? Vielleicht das Familienfoto mit irgendwas zusammen? Aber ich weiß es nicht. Wir haben jetzt aber erstmal den zweiten Katalog, der kostet 75. Oh Mann, warte, dann verbrenne ich nochmal den Partybus. So, hier, Expressversand. Easy peasy. Stellen wir den mal hier hin. So. Brennt er schon? Los, brenn. Brennt. Ja, er brennt. Juhu. Ja, verbrennt alle. Feuer. Okay, Freunde, auf jeden Fall haben wir jetzt genug Münzen, um uns den zweiten wunderbaren, wunderschönen Katalog zu kaufen. Zack. Und da drin haben wir ein Waschbärstofftier. Das kaufen wir. Außerdem haben wir einen Heizgebläse. Und wir haben Eichhörnchenpfeife. What the fuck? Okay, ich kauf's mal. Das ist ein Eichhörnchen und steckt eine Pfeife drin. Ich glaube nicht, dass das gesund ist. Aber wer bin ich schon, um hier irgendjemanden zu verurteilen? Ich meine, wenn es euch Spaß macht, steckt doch einfach eine Pfeife ins Eichhörnchen. Okay, okay. Hier könnte ich mir noch einen Briefkasten vergrößern. Das machen wir aber erstmal nicht. So, ich krieg nochmal Post. Warte, wir lesen erst den Brief, bevor ich irgendwas anzünde. Vielleicht kann ich damit ja eine Kombo erzeugen. Aber ich möchte nur noch mal auf die Eichhörnchenpfeife hinweisen. Ich meine, schaut's euch an. Das arme Tier. Ich meine, was? Das arme Tier. Aber okay, wir haben 2 Briefe. Oh, du hast bereits meinen zweiten Katalog gefunden. Wusstest du, dein Little Inferno kommt mit einem gratis Einführungsvideo. In Liebe, Miss Nancy. Wo ist das Einführungsvideo gewesen? Oh, da ist es. Okay, wir schauen es uns mal an. Hey, Kids! Do you like toys? Yeah! You know what's more fun than playing with toys? Huh? Setting them on fire! With your new Little Inferno Entertainment Fireplace! Yeah! It's Little Inferno, it's Little Inferno just for me. I've got this box of memories.
shove them in the fire and breathe in the flaming potpourri. It's Little Inferno just for me. But I thought playing with fire was dangerous. Well, you're right. But up out of your chimney, way up in the sky, it's been snowing for years, and we just don't know why. Our world is getting colder, but there's no need for alarm. Just sit by your fire, burn all of your toys, and stay warm. Fuck, Mann! Das war das Little Inferno Fireplace Einführungsvideo. Es fing ziemlich cute und süß an. Am Ende ist die Stadt niedergebrannt, alle sind explodiert und die kleinen Spielzeuge haben geschrien, während sie in unendlichen Schmerzen verbrannt sind. Es war wunderschön. Jedenfalls, Freunde, haben wir noch einen weiteren Brief erhalten. Little Inferno Fireplace ist so ziemlich mein Lieblingsspiel. Obwohl es keinen Sinn macht. Nein, es macht wirklich keinen Sinn. Du kaufst Sachen, verbrennst sie... Und sie geben dir mehr Geld, als wie du ausgegeben hast. Ja, Mann, fuck Tomorrow Corporation. Das, so macht man keinen Gewinn. Hahaha, ich liebe gratis Sachen. Yes, I fucking love free things. Das kann nicht ewig so weitergehen. Oh, ich hoffe, sie veröffentlichen ein gratis Update für Little Inferno Fireplace. Mit pinken Holzscheiten. Von Sugar Plums. PS? Psst. Das Ding im Hintergrund. Sieht aus wie ein Gesicht. Ist aber keins. PPS, aber es kann nicht sehen. Haha, nein, nicht mit mir. Okay, what the fuck, Mann? Wieso kann mich das sehen? Ich meine, das Gesicht, es ist kein Gesicht. Es sieht aus wie eins, aber es kann mich sehen. Ich meine, what the shit. Egal, wir verbrennen jetzt erstmal ganz viel Stuff hier. So, hier das Heizgebläse. Mach mal ein bisschen Hitzeheizgebläse. Hier, verbrenn mal was. Oh, oh, das Eichhörnchen. Oh, die Eichhörnchen. Oh, oh. Oh, hier, verbrennt mal alle. Hier. Fucking burn! Tot! Hier, die Spinne auch. Hier, du gehst noch mit rein. So, hier, die Spinne ist auch noch dran. So. Gibt es viele Münzen? Ich hoffe es. Gib mir bitte Geld. Hier, zack, zack. Als her damit. Oh, das war aber wenig Geld. Ah, nee, die Dinger haben ja nicht viel gekostet. Stimmt ja, stimmt ja. Okay, warte mal. Wir haben hier noch eine zerbrechliche Glühbirne. Ein besitzergreifendes Hasenstofftier. Bester Freund, Ersatzpillen. Bester Freund, Ersatzpillen. Sounds fucking dangerous. Warte, ich kauf die mal. Da steht übrigens bei international verboten, hier aber total sicher. Ich bin mir... Ist garantiert total sicher. Garantiert keine gefährlichen Sachen. So, wir haben hier extrem zerbrechliche Glühbirnen, deswegen lasse ich sie einfach mal hinfallen. Sie gehen aber nicht kaputt. It's fucking magic, bro. Okay, jetzt ist sie kaputt. Okay, die auch. Da war aber nur eine Münze drinnen. Zack, die auch. Okay, warte mal. 8 Münzen, alles klar. So, hier haben wir... Oh. Oh, oh. Hallo. Du musst zum Zahnarzt. Dringend. Das sieht nicht gut aus. Oh, der eine Zahn zuckt so ein bisschen. Hey, ja, fress die Spinne. Fress die Spinne. Fress die Spinne. Willst du sie fressen, Mann? Fress die Spinne! Fress die Spinne! Okay, hier haben wir noch bester Freund Ersatzpillen. Die sind wichtig. Ich lasse sie auf die Spinne fallen. Funktioniert nicht. Egal, wir zünden es mal an. Wir zünden einfach alles an jetzt wieder hier. Alles verbrennt. Alles verbrennt. Okay, was ist mit den Pillen los? Oh, die Pillen. Das sind Grinsepillen. Oh, da kommen Herzchen raus. Ja, verbrennt bitte. Okay. What the fuck? Gut, ansonsten haben wir hier noch den Gefühlebär-Stofftier. Immer bereit für eine Umarmung. Mann, das Ding sieht so aus, als will ich nie im Leben eine Umarmung davon haben. Dann haben wir noch einen Ölfrachter. Wir haben Bauklötze. Das klingt cool. Und eine Schlangenüberraschung. Das verbrennen wir jetzt auf jeden Fall noch alles. Wir warten kurz, bis alles da ist. Und jetzt schauen wir dem Kopf hier beim Verbrennen zu. Oh, das war's schon. Das... Oh ja, das Ding ist fucking... Oh Gott. Oh, oh, oh. So, Freunde. Alle unsere Sachen sind jetzt da. Wir haben hier... Einmal diesen fucking creepy aussehenden Bären. Ich stelle den mal dahin. Oh, wir kriegen nochmal Post. Okay, rate mal. Ich bastle dir etwas.
weil du ein ziemlich guter Freund bist. Obwohl du nie meine Briefe beantwortest, yeah, I'm fucking sorry. Okay, aber du musst mir zuerst etwas schicken. Der Gegenstand, den du mir schicken sollst, ist rot und anziehend und hat lange unsichtbare Arme. Haha, nein, es ist nicht Liebe. Es ist ein Magnet. Okay, ich brauche einen Magneten. Okay, oh fuck no, das ist mein Geld. Du kriegst einen Scheiß, kriegst du. Okay, warte, wir kaufen einen Magneten. Aber nur, weil sie so lieb gefragt hat. So, und Magnet, kaufe ich. Ziehen wir ihr mal den Magneten hier hin. Wir müssen nur noch warten, bis er da ist. Warte kurz. Ah, hier, komm, gib Vollgas. So, Expresslieferung. Ah, ich muss ihn erst auspacken, ne? So, komm, jetzt aber. Jetzt ist der Magnet hier. Hier, verschicken. Viel Spaß. Nachricht verschickt. Okay, jetzt haben wir noch Bauklötze. Ich baue damit einfach mal irgendwas. Ich meine, wie schwer soll das sein? Kann das sein? Okay, warte mal. Hier, bauen wir mal so. Bauen wir mal so. Oh, warte, das geht so nicht. Warte kurz. Das muss ein bisschen weiter nach außen. So. So, ja, dreh du dich mal. Ja, zack, zack. Genau. Okay, komm. Easy. Ha! Das klappt. Okay, jetzt machen wir noch das Dach oben drauf. Und dann läuft der Laden, Freunde. So, jetzt haben wir noch einen Brief gekriegt. Oh, okay, danke für den Magneten. Ich kann spüren, da ist etwas Besonderes an ihm. Bestimmt ist da was Besonderes dran. Hast du es auch bemerkt? Was? Mach dir keine Sorgen. Ich werde dir trotzdem etwas basteln. Ich bin nicht wirklich gut, was Deadlines angeht. Aber du kannst das hier haben. Fürs Erste. Ich denke, es ist kaputt. Du bekommst ein Thermometer. Okay. Hallo. Fick dich, Thermometer. So, Freunde, ihr könnt bestimmt ahnen, was ich jetzt machen werde. Ich werde das jetzt alles auf einen Haufen legen und alles anzünden. Oh, der Ölfrachter verliert Öl. Das ist nicht gut. Oh, hör mal auf. Mach mal, was, warum? Hä? Habt ihr das gesehen? Da waren Spritzen. Wo sind denn die Spritzen hergekommen, Alter? Ey, aus irgendeinem von den Dingern sind Spritzen rausgekommen. Ich wette, die Spritzen sind aus den Bären rausgekommen. Das Gefühlebärstofftier oder aus der Schlangenüberraschung. Aus einem von beiden sind Spritzen rausgekommen. Und ich will wissen, aus was. Ich wette, aus den Bären. Der sieht schon so scheiße creepy aus, Mann. Ich zünd ihn jetzt mal an. Wenn da Spritzen rauskommt, wäre das übelst krass. Das wäre übel abgefuckt. Er brennt noch. Klappt zusammen. Keine Spritzen drinne. Okay. Alter, ihr habt's aber gesehen, da lag eine Spritze, ihr habt's hundertprozentig gesehen. Okay, warte mal, jetzt zünden wir hier noch das Ding an. Eine Schlangenüberraschung, vielleicht ist da auch einfach das Ding drin gewesen. Das kann sein. Oh ja, Alter, aus der Schlangenüberraschung kommen Spritzen. Warum kommen da denn Spritzen raus? Ich meine, warum? Hä? Und die kommen auch richtig da rausgeschossen. Ich meine, was ist, wenn du dein Gesicht da drüber hältst? Danach bist du blind und tot. Ich meine, wenn du blind bist, ist dir egal, wenn du tot bist. Also, nein, andersrum. Wenn du tot bist, ist dir egal, ob du blind bist. Aber dennoch. Ist nicht gut. So, Freunde, aber ich würde jetzt erstmal sagen, das war's wieder für diese schöne kleine Folge von Little Inferno. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit dem Spiel. Ich hoffe, es gefällt euch. Die erste Folge ist ja ganz gut angekommen. Ich glaube, ihr habt relativ viel Freude daran. Ich glaube schon, dass ihr das ganz gut findet, ja. Von daher würde ich sagen, wir zünden noch hier diese Spinnen an. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich, Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge oder in irgendeinem anderen Video auf meinem Kanal wieder. Euer Tjulfer verabschiedet sich. Macht's gut und bis dahin.